C-Modellen verkörpern wir quasi die technische Speerspitze der Marke Opel. Wir zeigen hier und demonstrieren hier, was technisch möglich ist. Und ich meine, wenn man sich die ganzen OPC-Modelle anschaut, das ist alles eine gleiche Produktsprache. Sie haben alle die gleichen Kernpunkte, das heißt, speziell im Fahrwerksbereich, in der Optik, auch hier im Interieur, was zum Beispiel die Sitze des Lenkrads angeht, haben wir eine durchgängige Linie. Und wie angesprochen, wir zeigen hier, was technisch möglich ist und wollen natürlich auch dieses Thema Emotion, dieses tolle Gefühl an Leistung und Performance hier mit rüberbringen. Der Corsa generell geht ja in eine jüngere Zielgruppe und dadurch natürlich auch der Corsa OPC, aber ich meine, man sieht es an mir persönlich, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber mich begeistert der Corsa trotzdem. Und der Corsa stellt im Moment innerhalb unseres OPC-Produktportfolio ganz klar die Fahrmaschine dar. Er hat die meiste Performance und er macht den meisten Spaß. Wie angesprochen, also ich habe die Freude, das macht nämlich wirklich wahnsinnig viel Spaß, dass ich diese Autos, die ganzen OPC-Modelle schon im Prototypenstadion fahren darf. Und was dieses Thema Performance angeht, sind wir überwiegend auf der Nürburgring-Nordschleife. Und damit waren wir natürlich auch mit dem Corsa. Wir haben damit über 25.000 Kilometer fast da oben gefahren. Ja, und das Tolle am Corsa ist, er hat, wie wir auch im Motorsport sagen, eine wahnsinnige Agilität. Er lenkt super ein, hat für so ein kleines Auto viel Leistung, 192 PS. Hat aber auch ein tolles Drehmoment von 230 Newtonmeter, hat noch eine Overboost-Funktion. Das heißt, ich kann, wie angesprochen, auf dem Nürburgring es richtig brennen lassen. Auch das Thema Rekordrunden wird dann mit diesem Auto wieder eine Rolle spielen. Aber genauso kann auch mein Frauchen die Woche über morgens Brötchen holen und kann mit dem fünften Gang in der Stadt entlang dusen. Also wir haben hier ein sehr großes Range, was das Auto alles abdecken kann.